Kommt wieder was geflogen? Ist er nicht? Hey. Lecker. Nicht einfach zu machen. Leander soll Schoko-Pfefferminzblättchen kopieren. Du beißt rein, schmeckst ein bisschen Schokolade, aber am Ende bleibt so ein atemfrischer Minzgeschmack. Ich mag das. Diesen süßen Snack selber machen? Schaffst du das? Hey, das wird nicht einfach. Für die äußere Hülle des Minzblättchens schmelzt der Küchenchef dunkle Schokolade und macht sie platt. Zweimal das Ganze, denn die Minzblättchen haben eine Ober- und eine Unterseite. Kalt stellen. Und jetzt ist schon die Füllung dran. Puderzucker, Pfefferminzöl und Reissirup sollen dafür reichen. Ich taste mich ran. Aber wie viel Minzöl braucht man für die Schokominzblättchen? Leander probiert es mit viel. Ja, komm. Ob das gut geht? Minzöl ist für seine große Schärfe bekannt. Aber vielleicht entschärft der süße Reissirup die Masse ja am Ende. Sieht aus wie die Originalfüllung. So, jetzt kommt der Geschmackstest. Wenn der Geschmack der Minzcreme zu sehr vom Original abweicht, kann Leander gleich noch mal von vorn anfangen. Sag was. Vielleicht ein bisschen viel Pfefferminzöl. Jetzt schmecke ich erstmal nichts mehr. Stärker als eine Tube Zahnpasta. Ja, dann müssen wir noch mal. Ach, kannst du mir mit dem Schlüssel sauber machen? Leanders gesamter Mund brennt vom Minzöl. Zweiter Anlauf. Nur noch zwei Tropfen und nicht das ganze Fläschchen. Die restlichen Zutaten bleiben die gleichen. Entschuldigung, Minzöl. Die neue Minzcreme ist fester. Aber so kann Leander sie nicht verarbeiten. Hitze soll helfen. Also, wenn man die warm macht, wird sie schon ein bisschen flüssiger. Das hier fehlt mir. Jetzt kann Leander die Masse ganz dünn ausrollen. Genauso dünn wie vorher die Schokolade. Kühlt die Creme ab, wird sie wieder fest. Genau das will Leander. Also 40 Minuten Cooldown. Vorher hatte der Küchenchef zwei dünne Platten aus Schokolade gemacht. Nun muss er nur noch die abgekühlten Schichten miteinander verbinden. Jetzt bekommen die Schoko-Minzblättchen ihre endgültige Form. Der Küchenchef verzichtet darauf, die Ränder zu verschließen. Er findet das schicker. Das sind eure und jetzt mache ich noch mal den Bruchtest. Ideal wäre es, wenn die Minzcreme jetzt Fäden zieht. Das funktioniert bei Leanders Schokosnack genauso gut wie beim Original. Links die Eigenkreation, rechts das Original. Coole Leistung. Hier kommt noch eine Do-it-yourself-Aufgabe. Ja, herrlich. Diesen Snack soll Leander auf die Schnelle in der Küche nachmachen. Ihr wollt mich auch. Na, na, na. Das sieht doch ganz leicht aus. Mini-Salzbrezeln. Schaffst du das? Man knabbert sie so weg, aber macht sich keine Gedanken, wie man die macht. Bis jetzt. Okay, ich brauche erstmal einen Teig. Der Do-it-yourself-Profi denkt, dass Hefeteig die richtige Wahl ist. In der Kombination mit ein bisschen Honig sorgen die Hefepilze dafür, dass der Teig aufgeht, also das Volumen vergrößert und knusprig wird. So. Sieht noch nicht ganz aus wie eine Brezel. Aber wir kommen der Sache näher. Für die Vergrößerung des Teigvolumens braucht es aber etwas Zeit. Erstmal musst du gehen. Tschüss. Gehen kommt von aufgehen. Dafür muss der Teig 45 Minuten ruhen. Aus dem kleinen Ball wird ein großer. Komm her, mein Teig. Jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt. Das Ziel, knusprige Mini-Brezeln. Ich habe aus meiner Backzeit einen Brezelausstecher. Eigentlich formen Bäcker ihre Brezeln in Handarbeit. Dafür gibt es eine spezielle Wurftechnik. So wollte Leander es auch machen, ist aber schief gegangen. Die lustigen Outtakes dazu gibt's im Netz. Hä? Da ist der QR-Code, scannt den einfach und dann sieht der Outtext aus dieser Serie. Charakteristisch für Brezeln ist die schöne braune Farbe. Dafür gibt es einen Trick, Backnatron. Leander kocht es in Wasser auf. So entsteht eine Lauge.
In ihr dürfen die Brezeln ein kurzes Bad nehmen. Das Natronpulver für die Lauge hat Leander aus dem Supermarkt. Es ist speziell für den Hausgebrauch und ungefährlich. Jetzt nicht. Profibäcker machen das auch mit echter Natronlauge. Die ist chemisch anders zusammengesetzt und wirklich ätzend. Ich hatte mal 5 Finger, aber die sind richtig gut geworden. Wolltest du sehen? Sei doch mal so nett. Die Farbe scheint funktioniert zu haben. Also knusprig sind die auch. Und was ist mit dem Geschmack? Hammer. Leanders Brezeln sind etwas größer und dunkler. Am Ende wollen wir sie unabhängig verkosten lassen. Mal sehen, wie sie ankommen. Leander, schaffst du noch einen Snack? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Popcorn, Erdbeeren. In der Tüte steckt rosa Popcorn. Genau das soll der Küchenchef auf die Schnelle nachmachen. Ich finde, das Popcorn schmeckt wie Popcorn mit dem Aroma von Erdbeere. Dieses Aroma will Leander selbst herstellen. Der Küchenchef macht kurzen Prozess. Das sind getrocknete Erdbeeren ohne extra Zucker. Leander pulverisiert die roten Früchtchen im Mörser. Das Ergebnis ist Erdbeerstaub. Bio-Erdbeerstaub. Wir brauchen ja wenig Zutaten. Wir brauchen nur Popcorn, Öl, kein Zucker. Auch das Original ist ohne Zucker. Darf ich bitte mal Popcorn haben? Damit meint er. Danke. Getrockneten Mais. Dazu 2 Löffel heißes Öl. Und sicherheitshalber einen Deckel. Mehr braucht man nicht für Puffmais. So heißt Popcorn auf Deutsch. Aber poppen allein reicht nicht. Das Popcorn muss schmecken. Nach Erdbeere. Testesser Martin hat schon Hunger. Können Leanders Snacks überzeugen? Die Antwort gleich. Leander brezelt los und knackt populäre Industriesnacks. Mini-Brezeln? Check. Schokolade mit Minzfüllung? Check. Leander hat die Nase vorn. Klappt die Aromaanalyse auch beim dritten Snack? Erdbeerpopcorn. Leander muss sich beweisen. Popcorn allein scheint einfach, aber es fehlt das Fruchtaroma. Ich weiß zwar, es sind noch nicht alle geploppt, aber ich muss ausnutzen, dass das noch warm ist. Von oben regnet es Erdbeeren in Pulverform. So vorsichtig kennen wir Leander gar nicht. Das Original ist irgendwie farbenfroher. Also drehen noch mehr Trockenerdbeeren eine Runde im Mörser. Solange das Popcorn warm ist, verbindet es sich besser mit dem Erdbeerstaub. Ich finde, es ist mir relativ einfach, ohne viel Fett und Zucker gut gelungen. Könnt ihr auch mal was dazu sagen? Ja, sein Popcorn ist nicht vom Original zu unterscheiden. Das ist das Gekaufte und hier ist Leanders Erdbeerpopcorn. Ob das und die beiden anderen Snacks geschmacklich mit den Originalprodukten mithalten können, bewertet er. Galileo-Reporter Martin. Hunger. Popcorn, Leander. Aber was für Popcorn? Oh, Erdbeerpopcorn? Eins davon ist gekauft, eins ist deins. Ja. Das schmeckt beides genau gleich. Ich glaube das fast gar nicht, weil es auch nach Erdbeer schmeckt. Aber ist geil. Also, ist exzellent. 1A kopiert. Wir haben da noch was Frisches. Witzig, dass ihr jetzt alles ins Original-Tütchen gepackt habt. Ja, keine Ahnung, also was könnte das Original sein? Okay, pass auf. Bei Leander guckt die Minzfüllung raus. Das schmeckt genau so, würde ich sagen, wie das Original. Zum Vergleich das Original. Ja, okay. Das Original hat so eine schöne dünne Schokoladenschicht, die knackt so schön. Und du hast mehr von dieser Minzschicht. Mhm. Das Verhältnis hier ist besser. Leanders Version trifft Martins Geschmack leider nicht. Oh, was ist das wohl? Keine Ahnung. Das war schwer. Oh. Verglichen zum Original. Oh, das ist schwer. Also ich finde deine fast besser, weil die nicht so ganz so salzig sind und einen total geilen Crunch haben. Selber machen statt kaufen, das geht. Die Rezepte gibt es auf galileo.tv.